Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory mit dem Marco. Und dem Tino. Wie viele Folgen sagen wir jetzt eigentlich schon mit dem Marco und dem Tino? Keine Ahnung. Ey, danke. So, und ja. Erstmal gibt es eine frohe Nachricht, da Marco hatte Geburtstag und will uns allen einen ausgeben. Ja, komm her. Gib dir einen aus. Ja. So. Oh, was ist das, Schokokuchen? Ah, selber gebacken, ne? Jupp. Sehr schön. So, aber zurück zum Thema. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich habe hier so ein wunderschönes Tor reingebastelt, nachdem ich rausgefunden habe, wie man ein Tor baut. Und wir müssen hier noch einen Zaun drum machen. Nicht, dass unsere Kühe dann noch, weil sie nicht glücklich sind oder so, weil sie immer hier in das komische Gesicht da gucken müssen. Da, in das da. Nämlich hier. Und das da. noch Suizid begehen, ne? Auf jeden Fall, naja, gut, egal. Wir brauchen Holz. Ach ja, und dazu wollte ich eine Tinkers Construct Axt bauen. Wow. Moment, aber wir haben ja erstmal noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich kann erstmal noch ein paar Zäune herstellen. Upsala. So. Na, komm. So. Und wisst ihr, was echt zu krass ist? Der Gedanke daran, dass wenn ihr die Folge seht, wir schon wissen, oder ihr schon wisst, ob Deutschland Weltmeister ist oder nicht. Und wir wissen es eben noch nicht, weil wir haben es jetzt Sonntag. Sonntag 13 Uhr. So. Wir müssen noch warten. Wir wissen nicht, ob Deutschland schon die Argentinier einfach nur vernichtet hat, den Vernichtungsschlag gegen Argentinien, aber ich glaube schon. Ah, ich bin zuversichtlich. Ich glaube schon, das hat geklappt gestern. Das hat geklappt. So, ich habe Eier, frische Eier. Eier 2,50 Mark. So, soll ich die gleich mal auf den Boden wimsen? Wir brauchen ja bestimmt noch mehr Hühner, oder? Kannst du machen, ja. Ja, toll. Drei Eier, kein Huhn. Aber da hinten ist noch eins. Oh, jetzt habe ich die Kuh gehauen. Tut mir leid. Ruhig bleiben, Brauner. Bräuchten wir ein bisschen Getreide, oder? Haben wir Getreide? Cool, wir haben Seeds. Oh, guck mal, die sind so lieb miteinander, die Chickens und die Hühner. Die Kühe. Chickens und Hühner, haha. Also, wir haben auf jeden Fall Seeds. Warum ist die Musik eigentlich so laut, ey? Voll ins Ohr. So, gut, aber wir machen mal jetzt weiter mit Tinkers Construct. Und zwar, ich habe jetzt. Wieso habe ich das jetzt aus Stone? Ach so, genau, ich brauche jetzt Gold, muss Gold einschmelzen, habe ich das schon gemacht, ne? Ach so, das war ja wieder so blöd, ach Mann. Das ist ja doof. Wieso ist eigentlich hier so viel Gold drin? Keine Ahnung. Das ist Kupfer. Warte mal, das war Gold, oder? Ja, dann muss ich ja... Moment mal, dann müsste ich ja, bräuchte ich ja mal noch so eine Fausette, so ein Train. Das ist ja blöd. Dann bräuchte ich ja noch so ein Tisch hier, wo ich mir das gießen kann. Ach Manu. Haben wir nicht noch zufällig eine Smelterine unbenutzte? Nö. War schon klar. So, warte mal, wir haben aber auch keine Steinchen mehr hier, keine... Ah doch, Secret Bricks haben wir noch. Nice. Ich glaube, die reichen. So, ein Smeltery Train. Und eine Fausette, dafür reicht auch genau. Oh, ist ja cool. Und diesen Casting Table habe ich schon... Ach, den habe ich schon gebaut. Ah, ich glaube, ich habe da irgendwie das letzte Mal... Ach, ich hätte vielleicht nochmal in den letzten Part reingucken sollen. Das ist eine Woche her, wo wir den aufgenommen haben. Da wüsste ich jetzt, um was es geht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hinbaue. Ist ja auch doof. Warte mal, das könnte ich ja noch jetzt hier... Da haben wir ja noch Platz. Wow! Oh, die ist gerade freiwillig runtergehüpft. In den Tod. Kann ich das hier nicht dran machen? So, doch. Okay, dann brauchen wir einmal diesen Casting Table. Das ist nicht gut. So. Und dann müssen wir hier einmal so ein Loch reinbouncen.
Müssen hier den Krieger mal kurz auf den Frack hauen. So. Oh Mann, jetzt komme ich da nicht ran. Marco. Wie alt bist du denn überhaupt geworden? 29. 29 Jahre ist der Bub jetzt schon. Mann, Mann, Mann. Kriegst ja auch langsam Gammelfleisch-Charakter. Nee, so weit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht. Ist noch alles jung und knackig. Ja, sagt Randy immer zu mir in letzter Zeit, weil da ist er sowieso generell immer sehr nett zu mir und da sagt, das war der Falsche, der sagt immer, ey, auf der Gamescom feiern wir ja Gammelfleisch-Party mit dir. Nice, ne? Mhm. So, okay. So, okay, jetzt müssen wir einfach mal hier was gießen. So, zack. Und wir haben nichts zum Gießen, that's the problem. Dann müssen wir das hier vorne ausschalten, dass da nicht mal automatisch das Gold hier rauspumpt. So, einmal kurz ausschalten. Das war ja, glaube ich, sowieso geweiht. Ach, da ist gar kein Servo drin. Okay. Ah, jetzt ist wieder ein Gold drin. Warte mal jetzt, bis das durchgeschmolzen ist. Ah nein, wir machen das anders. Komm, wir schmelzen hier einfach noch zwei Goldblöcke wieder ein. Das ist ja kein Problem. So. Da unten. Genau. Hä? Hallo, was macht er denn? So. Okay. Schmelzen wir die Goldblöcke einfach ein, dann haben wir hier ein bisschen Gold drin. Wie viel haben wir jetzt hier schon? 4 Nuggets, ne? Also nicht so viel. So, und dann können wir uns hier unsere Sachen gießen. Und dann brauchen wir aber eine Smeltery noch. Moment. Habe ich jetzt eigentlich schon alles? Ja. Dann bräuchten wir aber noch eine Smeltery, wo wir... Ey, wieso habe ich eigentlich keine Minecraft, keine Ingame-Geräusche? Was ist das für ein Scheiß? Ich habe keine Ingame-Geräusche. Hm. Keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung, was da los ist. So. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Das ist ja blöd. Ich im nächsten Part mal gucken. So, ah, jetzt gibt's Gold. Ja. Nein, das nicht. Wo ist der Rod? Da ist er. So, jetzt brauchen wir erstmal so ein Teil. So eine Platte. So, dann brauchen wir so ein Teil. Mhm. Das da brauchen wir. Und das da brauchen wir. Jetzt haben wir hier schon wieder das Inventar voll. Bäh. So, okay, nice. Lalalalalala. So, das können wir jetzt erstmal alles hier reintun. Das können wir nicht hier reintun. Ich habe noch eine kleine Kiste. So, aber oh, ohne Ingame-Geräusche ist das ja echt blöd. So, ihr müsst verstehen, Marco ist noch ein bisschen fertig. Marco hat nämlich gestern seinen Geburtstag gefeiert. Er war bestimmt betrunken. Ja, ich bin noch nicht so richtig ansprechbar heute. So, jetzt sind die anderen Sachen weg. Wieso denn das? Hä, das noch? Bin ich jetzt blind? Wo ist denn dieses Kreuz? Liegt das noch hinten drin? Na egal. Okay. Tool Forge. So, die Axt wollen wir bauen. Lumber Axt. Okay, genau. So, das ist nur die große Preisfrage, aus was wir das bauen. Schauen wir mal. Brauchst du doch auch Obsidian? Ach ja, Obsidian, genau. Wollte ich glaube ich sowieso machen, ne? Wirklich? Hm, Obsidian. Obsidian, gut.
sollte jetzt eigentlich das härteste sein, aktuell. Aktuell, ja. Haben wir jetzt irgendwo noch ein bisschen Obsidian? Nee, müsstest du machen. Brauch ich dir einmal, Lies. So, und warte mal, ich muss jetzt erstmal mein Inventar hier ausleeren. Die Kramschkiste hier. So. Da hat meine Fackel geklaut. Alter Pisser. Alright. Ah, eine Facette hätte ich sowieso noch gehabt. Na gut, egal. So, warte mal. Von den Dingern haben wir noch 4 oder 5. Weiter geht's. Brauchen wir einmal unseren Tank. So. Brauchen wir noch Water, Joe. Eine kleine bisschen auf der Water. So. Und dann zack. Und man mache Obsidian. So. Gucken, wie viel Obsidian wir brauchen. Ich weiß, für die eine Platte alleine brauchen wir schon 8. Die Frage ist, ob wir das alles. Wir brauchen ja nicht die ganze Axt aus Obsidian machen. Es reicht ja, wenn wir den Axtkopf aus Obsidian machen. Ja, und den Toolrod. Warum und den Toolrod? Na, weil du dann. Sollte eigentlich das Stärkste sein, wenn du den immer aus. Also aus Obsidian machst. Muss man mit Buchen gucken. Hast du mal verschiedene Dinger dann drauf, diese Durability und sowas. Ach so, ja. Das stimmt so, warte mal. Da können wir wirklich mal einen Blick reinwerfen in das Buch. Ich muss nochmal ganz kurz hier das nochmal hier rein sortieren. So, und dann. Sag mal, steht hier eigentlich gerade alles oder was ist hier das Problem? Ach nee. Alter, die Kisten, ey, die sind hier sowas von krass voll. Was ist denn der Sugaru Fruit? Usable as food or seed. Achso, was rotet, wa? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Kotzfrucht. Weißt du, wie die, weißt du, was ich meine? Diese Kotzfrucht. Oh, jetzt frisst er die auch noch. Warum hast du jetzt einfach aufgegessen? Hättest du doch mal angesehen. Da kommt nur so ein kleiner Kaktus raus. Achso, ein Kaktus wollen wir wohl nicht, oder was? Boah. Was wollte ich jetzt machen? Alzheimer. Alter, man merkt wirklich, man wird alt, ne? Ey, Spaß. Wollen Sie in das Buch hingucken? Ah ja, stimmt. Das Buch. So, was haben wir denn jetzt hier? Pickaxe. Na ja gut, hier steht aber noch nicht aus welchen Materialien.
Wood, Stone, Iron, Flint, Kaktus, Gott, Gott, Gott. Obsidian. Bone hat eine höhere Durability wie Obsidian. Was ist das? Das ist ein Bone. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich muss auch mal blöd fragen, wie willst du Bone verwenden? Geht ja nicht. Wie soll das doch gehen? Na, dann nimmst du einen Knochen. Na und dann? Verwendest du den Knochen. Na, wie soll ich den verwenden? Ich muss das doch gießen. Nein, du, manche Dinger kannst du einfach so benutzen. Ach so. Dann nimmst du anstatt diese Goldplatte, nimmst du dann einfach diese normale Holzplatte, glaube ich. Müsste funktionieren. Hm. Als ob du halt Stein bearbeiten würdest. Jetzt habe ich ja voll schon den Obsidian drin. Ich hatte mir damals ein Schwert gebaut, der hat aus Knochen. Hm. Zum Anfang halt. Knochen kriegst du eh wie bekloppt. Naja, na klar. Dann kannst du dich halt immer reparieren. Dann kannst du auch eine Axt aus Dings machen. Knochen. Ja, vor allen Dingen, wenn es eine höhere Durability hat, wie... Also die hält jetzt nicht länger. Das sagt ihr auf jeden Fall. Die geht schneller kaputt. Ach, ich mach die jetzt aus Obsidian. Ich hab das jetzt einmal eingeschmolzen, hab die Platten hier gegossen und alles. Das war jetzt ein totaler Blödsinn. So, kommen jetzt sie hier. Du hast gesagt, das Tough Binding Cast, ne? Noch aus Obsidian. Ja. So, einmal das aus Obsidian. Dann den Axthead aus Obsidian. Und den Rest können wir aus den... Na gut, können wir alles aus Obsidian. Na gut, müssen wir mal schauen, wie viel Obsidian wir jetzt noch haben. Ja, Axthead. Ich glaube, der braucht schon allein 8. Dann haben wir schon nur noch einen. Brauchen wir den Griff noch. Die Frage, wie viel Obsidian braucht der Griff? Material kostet 3, okay. Den können wir ja notfalls... Ach komm, machen wir das Ding komplett aus Obsidian. Ist doch scheißegal jetzt hier. Das ist sowieso, die Smatteries sind sowieso blockiert. Das ist ja das. Oder warte mal, ich mach das anders. Habe ich jetzt 3 Dingsbums rein hier. Kann ich hier Stahl herstellen, wenn ich Eisen nochmal durchsprutzel? Geht das hier auch? Muss mal gucken, ob das funktioniert. Nein. So. Oh, muss schon die Chilis fressen, ey. Gibt's ja eigentlich auch mal irgendwann was Ordentliches zu essen? Da hinten laufen so viele Kühe rum. Weißt du, wie mein Magen schon krummelt? Muss ich killen. Der krummelt wirklich. Ganz böse krummelt er schon. Nein, wir müssen, brauchen ja erstmal mehr Kühe. Aber guck mal, wir haben schon 4 Kühe. Oh, 2 Schweine! 3 Schweine! Aber immer noch ein Huhn. Immer noch ein Schaf. Die Schafe sind nicht so Paarungsfreude. Oh, Margo, die Kuh ist abgehauen. Die Kuh! Nein, nein, nein! Nicht springen! Oh. Ich glaube, dir kommt gleich eine Kuh entgegen. Nicht wundern. Nicht erschrecken. So, noch ein Ei. 4 Eier. So. Oh, ein kleines neues Hühnchen. Geh mal weg hier. Ihr wollt hier nicht raus, glaub's mir. Komm weg. Weg. Ja. Okay. Jetzt rennen die Kuh hier rum. Naja, komm, lass mal's rumrennen. Tut ja keinem was. So ist ja nicht. Jetzt wirklich Aluminium hier reingeschmissen? Wie behindert ist das denn?
Dann kann ich das mit dem Stahl ja auch nochmal ausprobieren. Ah, hier sind noch CO2. Ey, das geht! Das geht? Das geht? Du glaubst nicht? Was hier alles geht? Nee, dann kommt Dart Iron raus. Was denn das? Keine Ahnung. Dart Iron, Moment. Kann man benutzen für... Da kann man Force Ingot herstellen. Aha. Und Force Ingot? Oh, da kann man sich eine Force Cap bauen. Kannst du übelst epische Rüstung bauen hier. Aha. Und einen Force Wrench. Und Force Sword. Alles brauchst du, um diese Bärenkralle zu bauen. Jetzt schließt sich da gerade... Oh, kannst du übelst krasses Force Pack bauen. Force Shear. Oh, eine schöne Handtasche. Was man alles bauen kann damit. Force Pack Upgrade. Ein White Force Furnace. Okay. Ein Storage Unit Upgrade. Item Card. Okay. Was es gibt. Ein Force Engine. Hast du schon mal was von der Force Engine gehört? Nee, ja. 10 Minecraft Drupal Tech. Aha. Da brauchen wir auch dieses Force Gem. Haben wir das nicht auch sogar? Das ist dieses goldene Dreieck. Ja. Total interessant. Können wir uns ja mal eine schöne Handtasche bauen. Jetzt können wir mal einen Angriff nehmen. So, na gut, meine lieben Freunde. Das war es erstmal gewesen für den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann... Na? Däumchen nach oben. Und ja, ansonsten, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Alter, hast du ja zwei Lampen hier oben dran gebaut, hä? Wow. Wer soll denn die Stromrechnung wieder bezahlen? Ist ja alles egal, gell? Ich weiß schon. Na gut, in diesem Sinne, wir sind raus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Tschüss. Tschüss.